Was passiert mit Unterschriften? Also eine parlamentarische Bürgerinneninitiative gilt dann als eingebracht, wenn 500 gültige Unterschriften, das heißt von 500 Wahlberechtigten in Österreich, eingebracht wird. Ja? Diese parlamentarische Bürgerinitiative wird dann online gestellt auf der Homepage des Parlaments und kann dann dort auch online unterzeichnet unterschrieben werden. Für eine gewisse Zeitdauer, und zwar für die Zeitdauer, bis diese Bürgerinneninitiative der parlamentarischen Behandlung zugeführt wird. Was bedeutet das? Sie kommt einmal in den Petitionsausschuss. Das ist sozusagen der Ausschuss, wo die Bürgerinitiativen grundsätzlich behandelt werden. Kommt der Petitionsausschuss zu dem Schluss, dass dieses Thema noch intensiver und stärker thematisch behandelt werden sollte, wird es in der Regel dem jeweiligen Fachausschuss zugewiesen. Also für Sozialpolitik beispielsweise oder für Arbeitsmarktpolitik. Und dort unter den Parlamentarierinnen besprochen und behandelt und bearbeitet. Ja? Optimalerweise kann natürlich dann eine Bürgerinitiative, ein Begehren einer Bürgerinitiative tatsächlich in einen Gesetzesbeschluss Eingang finden, beziehungsweise als Gesetz beschlossen werden, die zentralen Forderungen und Anliegen dieser Bürgerinneninitiative. Ja, und dann wäre eigentlich das Ziel der Bürgerinneninitiative tatsächlich erreicht. Und ist es einmal wichtig, dass es überhaupt zu einer parlamentarischen Behandlung des Themas Arbeitszeitverkürzung wieder einmal kommt. Wir wollen bewusst diesen 12-Stunden-Arbeitstag Begleitzeit etwas inhaltlich entgegensetzen und haben darum das Mittel der parlamentarischen Bürgerinitiative gewählt. Als jenes Mittel, das uns am tauglichsten erscheint, eine parlamentarische Behandlung von der Basis herbeizuführen und nicht unbedingt über Nationalratsabgeordnete, über die man es natürlich auch einbringen könnte in Form von Petitionen. Aber ich glaube, es macht schon mehr Sinn, wenn tatsächlich von der Basis unterschrieben von aktiven Menschen, die auch Bürgerinnenrechte vertreten wollen und Bürgerinnenrechte aktiv einbringen wollen, wenn von der Basis her diese Unterschriften und dieses Begehr kommt. Mhm. Gibt es im Parlament Bündnispartnerinnen? Ich hoffe. An und für sich sollten ja die gewerkschaftlichen Abgeordneten Bündnispartnerinnen für eine Arbeitszeitverkürzung sein. Das hat immer die Frage, wer sticht? Sticht der Clubzwang oder die gewerkschaftlichen Interessen? Wir wissen von den Grünen her, dass dort auch stark die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung, wie wir sie auch fordern, vertreten wird. Da haben wir durchaus ein offenes Ohr. Bei anderen Parteien, muss ich ehrlich sagen, erwarte ich mir nicht besonders viel Verständnis für unser Anliegen. Aber die Sozialdemokratie will sie sich inhaltlich ernst nehmen. Auch das, was immer wieder führende Funktionäre und Funktionärinnen sagen, wie etwa der Michael Häupl, auch Bürgermeister von Wien, der gesagt hat, wir wollen eine 35-Stunden-Woche haben, müsste eigentlich dieses Bürgerinnenbegehr, diese Bürgerinneninitiative unterstützen.